Hallo, ihr seid ja auch dabei. Hallo, guten Morgen. Wir wünschen euch, Überraschend. ja, wir wünschen euch einen wunderschönen guten Guten Morgen. Morgen. Und ja, wir sind jetzt hier beim Frühstücken. Wir haben einen kleinen Ausflug gemacht. Ja, und zwar gestern schon. Es war ziemlich kalt, Ja. aber es war wunderschön, Ja. oder? Wir sind in den Landkreis Sigmaringen gefahren und haben das Fürstenschloss gesehen. Ja. Und vor allen Dingen wollten wir diese Hängebrücke in Inzighofen uns anschauen. Ja, genau, das war eigentlich unser Highlight gestern, oder? Ja. Und auf der Teufelsbrücke sind wir ja auch noch gestanden. Und das haben wir alles versucht mit dem Fahrrad zu machen, was gar nicht so einfach war. Ich muss noch eins dazu sagen, wir stehen nicht in Sigmaringen. Wir wollten eigentlich auf den Stellplatz nach Sigmaringen, aber der war nicht gesperrt. Also vom Schild her, es war eine Kette quer gespannt und da stellen wir uns da nicht hin, weil das signalisiert natürlich schon, wir wollen hier niemanden stehen haben. Ja, und Also, da würde ich mich jetzt nicht gerade wohlfühlen, ja, wenn es so offensichtlich ist. Ja. dann sind wir weitergefahren zu einem Waldparkplatz, einen offiziellen Parkplatz. Da stand dann nur ein Schild, ein Pappschild, Campen verboten, darauf war ein Wohnmobil, denn die meisten bezeichnen das, was wir machen, nämlich einfach übernachten im Wohnmobil als Campen, ja. Also es war daraus ersichtlich, dass das Übernachten im Wohnmobil hier nicht gewünscht ist. Und dann bleiben eigentlich nur noch drei Alternativen, entweder ein Waldparkplatz, ein Sportplatz oder ein Friedhof. Letzteres haben wir uns dann für uns ausgewählt und das nicht das erste Mal, also das haben wir schon öfters. In fast jeder Gemeinde ist das Bargen auf Friedhöfen erlaubt Ja, und nicht auf Friedhöfen. ja, sondern vor Friedhöfen Denn oder auch auf dem Friedhof wollen wir ja jetzt alle noch nicht. oder auch bei Stoppsportplätzen oder dann im Waldparkplatz und überall, wo dieses BKW-Schild nicht ist, da dürfen auch Wohnmobile über 3,5 Tonnen Ja, parken sonst so schwer ja ein Schild da. und zum Übernachten stehen. Und das haben wir gemacht. Wir haben niemanden behindert. Nein. Uns hat auch niemand verjagt. Ja. Es war auch vollkommen legal, was wir hier gemacht Ja, haben. genau. Aber deswegen sind wir ja jetzt hier nicht zusammengekommen, um das hier zu groß aufzubauschen. Ja, du Ich wollte es wolltest das jetzt einfach mal einfach sagen, mal sagen. weil wir ja auch öfters gefragt werden, wo finden wir unsere Plätze, ja? Und das war jetzt eine Möglichkeit. Ja, aber in der Zwischenzeit, in der wir jetzt hier so ganz gemütlich frühstücken, da könnt ihr jetzt mal schauen, wenn ihr Lust habt, natürlich nur, was wir gestern für einen schönen Tag erlebt Genau. haben. Schaut es euch mal an. Begleitet uns bei der Fahrradtour und vielleicht ist auch ein Urlaubs- oder ein Reiseziel für euch dabei. Ja, was übrigens für Kinder, ja, ist das, glaube ich, auch ganz interessant. Mit Sicherheit, ja. Ja, also von daher. Also schaut es euch einfach an. Wir frühstücken mal und Ja, genau. dann sehen wir uns wieder. Ja. 's über die Teufelsbrücke und die steht an der Donau. Und macht Spaß. Allerdings muss man die Fahrräder abstellen. Ja, das ist Ja, ja wir ein kommen. richtiger Wanderweg. Und mit Treppen und allem drum und dran. Ja. Unsere Fahrräder stehen jetzt da oben. Und wir wissen noch nicht einmal, wie wir sie wieder hochschieben. Ja, Aber das aber wollten wir uns natürlich nicht entgehen lassen. nein, aber das packen wir schon, ist ja kein Problem. Wir haben ja Zeit. Die Drohne ist auch dabei. Und ohne Akku. Warum ohne Akku? Weil der Akku die Körperwärme braucht. Genau, das lernt man nämlich, wenn man das A2-Drohnendiplom macht. Das habe ich zwar noch nicht, aber ich will es machen. Aber gelernt habe ich schon. Und da heißt drin, Akku muss immer Körpertemperatur haben, denn sonst droht, dass er zu schnell entleert wird. Oder wenn es sogar Minustemperaturen ist, dass die Drohne vereist und dann abstürzt.
Ja, und heute ist es ziemlich kalt, also es war schon wärmer dieses Jahr. 2 Grad. Ja, ich hätte jetzt gesagt 5 Grad. Nein, ich hab's doch aufgenommen im Wohnmobil. Ja, Es übertreibt immer. Das Wohnmobil zeigt 2 Grad Außentemperatur an und auf meinem Akku von meinem Fahrrad, da steht 5 Grad. Also in dem Bereich ist es. Auf jeden Fall brauche ich Handschuhe zum Fahren. Genau. Wir schauen uns jetzt mal die Gegend an. Das ist richtig interessant, ist echt toll. Also, aber ich empfehle euch gutes Schuhwerk. Also mit Sommersandale ist hier nicht runterzulaufen. Also kann man natürlich auch, aber ist nicht empfehlenswert. War richtig toll. Also zu Fuß ist das nichts mit für Fußkranke. Ja? Mit Fahrrad kommt man nicht hin. Vielleicht von der anderen Seite, aber von der Seite hier nicht, weil da alle Stufen sind. Und jetzt sind wir auf der Brücke. Für Leute mit Höhenangst ist es nichts. Und jeder, der mich kennt, der weiß ja, ich habe Höhenangst. Einfach drüber und durch. Und es wackelt. Und wackelt. Also der Helle war jetzt mutig. Jetzt muss natürlich ich auch noch rüber. Ich probier's. Naja, am Anfang geht es ja noch ganz gut. Aber je weiter man da natürlich jetzt rüberkommt, desto mehr wackelt's. Aber es ist wirklich schön. Es geht. Ich zeige euch mal, wie sind das hier toll aussieht. Der Helle läuft auch und jetzt wackelt's natürlich. Das wackelt, damit du alleine läufst. Und einen Fahrradweg gibt es noch. Schau mal da hinten, Ossi.
Ja, wie ihr ja wisst, der Helle hat ein Handy-Navi, hat ein, wie heißt das andere Kommod. Navi? Ein Komoot-Navi. Und was ist? Es war ihm zu viel Arbeit. Und jetzt ist er selber schuld. Und wisst ihr warum? Er musste jetzt nämlich ganz viel laufen und das mit seinem Knie. War wunderschön. Ja, also man kann auch mit dem Fahrrad offensichtlich herfahren, wenn man es ein bisschen schlauer angeht, als wir das gemacht haben. Aber die Ursi macht halt immer Druck. Ja, klar, immer ich. Das ist übrigens der Amalienfelsen. Naja, steht ja sogar angeschrieben. Ich Ja. weiß jetzt, was ich da. Und zur Amalia wollten wir euch was sagen, wenn sie schon einen eigenen Felsen hier hat. Wir sind hier in Sigmaringen und in Sigmaringen habt ihr ja gesehen, da ist das Schloss von den Hohenzollern. Ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt so gesehen hat, aber wenn Wir möglich zeigen es noch. fahren. Wir wollen da noch hinfahren und dann, Machen wir ein Foto davon. ja, genau. Wir sind hier von den Hohenzollern und wie ich ja schon mal gesagt habe, die Hohenzollern, das sind ja die preußischen Kaiser und Könige gewesen, aber nicht die Sigmaringer. Ja, denn das Ganze ist im frühen Mittelalter ist es geteilt worden durch Erbschaft, die Burg Hohenzollern, kennt ihr ja, machen wir auch ein Foto rein. Ja, die ist geteilt worden und der eine Teil ging an die feinen Herren in Franken, ja, den Burggraf von Nürnberg, und der andere Teil ging an die Raubritter in Sigmaringen, denn das waren nämlich Raubritter. Und eine hat sich dann später, also viele, viele hundert Jahre später, hervorgetan. Das war die angeheiratete Amalie. Und von der habe ich nachgelesen, die hat Gutes für Inzighofen getan. Also kann man nicht glauben, Ja, ja? denn wir sind ja jetzt hier in Inzighofen, nicht in Sigmaringen, aber ich weiß nicht, ob Inzighofen ist das ein eigenes oder Ist eine gehört eigene es zu Stadt. Sigmaringen, ja. Eigene Also Stadt. ja, auf jeden Fall ist diese Hängebrücke in Inzighofen. Also Amalie, Genau. aber nicht so viel, bitte. Die Burg Hohenzollern gehört übrigens den Sigmaringern auch noch zu einem Drittel. Aber die Sigmaringer, das sind das Fürsten, das Fürstenhaus, lebt in Sigmaringen und die Amalie hat er reingeheiratet und hat er offensichtlich Gutes getan für die Inzighofer. Und deswegen ist er auch so beliebt gewesen. Geehrt worden mit einem eigenen Felsen an Richtig. der Donau. Wahnsinn. Und an der Hängebrücke. Aber die kam, glaube ich, später. Ja, und wir hoffen, dass die sicher ist, weil sonst liegen wir in der Donau unten. Das ist noch ziemlich kalt. Ja, das wär jetzt unangenehm. Ja, unangenehm wäre Ja, das, ja. ja. Aha. Okay, ich muss noch ganz über die Brücke laufen. Du bist ja Ja. schon auf dem Rückweg. Wir haben uns jetzt hier quasi getroffen auf der Mitte. Ja, und ich schaue mal, ob ich nur ein bisschen Drohnenakku habe. Hier ist jetzt aber, glaube ich, ein bisschen schwer. Ah, von dahinter. Ja klar, dann lasse ich die Drohne hinfliegen. Die Drohne fliegt nämlich. Da muss man nicht hinlaufen. Ja, aber von dahinter starte, würde ich jetzt mal sagen. Du willst sie doch heute auf der Brücke starten Nein, aber da lassen. vorne. Oh, der Helle sucht sich die unmöglichsten Start- und Landepunkte aus. Also Katastrophe. Ihr wisst gar nicht, wie meine Nerven das durchhalten Ja, sollen. also es ist, ich mache, wenn ich Drohnenflüge erfolgreich absolviere, dann absolviere ich die in der Regel nicht wegen der Ursel, sondern trotz der Ursel. Ja, so wüst. So wüst. So, also kommen wir, jetzt machen wir unseres Weges Ja. und zeigen euch nur ein paar Bilder. Ja. Uah, Ursi, Ja. vorsichtig! Geschafft. Ich sag mal, nicht in jedem Land wäre ich auf so eine Brücke gegangen, aber auf die deutsche Ingenieurskunst kann man sich, glaube ich, schon verlassen. Thank you.
wir einen kleinen Bänkle. Ah, und der heißt offiziell, einen Moment, Teeplatz, unterhalb der Klostermauer. Mit schönem Blick auf Sigmaringen. Ja, es ist ziemlich eingeschränkter Blick, aber man sieht etwas vom Schloss und auch von der Kirche. Ich glaube, in der die Kirche ist auch bekannt, aber so genau weiß ich es nicht mehr. Also wir können euch das zwingend empfehlen. Und man kommt auch offensichtlich mit Fahrrad hin, wenn man auf dem Stellplatz in Sigmaringen steht. Mhm. Dann sind es mit Fahrrad nur 3 Kilometer, so haben wir es ja vorgehabt. Aber der Stellplatz war leider gesperrt. Ja, und deshalb schlafen wir jetzt halt in Inzigkofen an der Friedhofsmauer. Genau. Aber ihr könnt gewiss sein, es war totenstill heute Nacht. Nee, es war total ruhig und angenehm. Und ja, und heute Nacht hat es sehr geregnet. Drum waren jetzt auch die Stufen wahrscheinlich ziemlich rutschig dann. Ja, und ja. Also von daher. Ich denke auch, dass der Stellplatz nächste Woche wieder aufmacht. Mhm. Weil es wird ja, mittlerweile hat ja alles, Bücherei und alles schon wieder offen, ja. Mhm. Und dann wird auch der Stellplatz hoffentlich wieder geöffnet werden. Wir sind jetzt heute, bis jetzt sind wir keinen einzigen Menschen begegnet. Nee, liegt vielleicht auch am Wetter. So. Wir sind weit und breit ganz komplett alleine. Ja, und außerdem ist unter der Woche nicht am Wochenende, also mehrere Vorteile. Ja, ist halt so, wenn man Rentner ist. Dafür sind wir alt. Ich gebe ja. mein Rentenstatus für die Jugend gerne ab. Oh ja, ich weiß nicht. Ich bin keine Rentner, aber ich wäre gerade nur mit 20-Jähriger. Ehrlich? Ja. Oh ja, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Allein die Technikentwicklung. Ja, die brauche ich nicht. Aber ich das schon. Ist ja jetzt hier kein Thema, sondern wir wollen hier jetzt die wunderschöne Landschaft genießen. Genau. Und ihr hört mal. Hört ihr die Vögel? Es wird Frühling. Sie zwitschern. Jawohl. Also da möchte ich unbedingt noch mal her bei schönem Wetter oder fahren wir vom Stellplatz Sigmaringen. Ja klar, in Inzigkofen gibt es ja keinen Stellplatz. Ja, das sind ja nur Parkplätze und... Bis dahin ist er wieder offen. Ja, bis dahin ist dann der Stellplatz wieder auf. War das nicht schön gestern, dieser Ausflug? Also uns hat es riesig Spaß gemacht. Ja, war richtig toll. Hochinteressant, die Hängebrücke. Mhm. Und da fahren wir sicherlich nochmal her, wenn der Stellplatz in Sigmaringen wieder offiziell offen hat. Ja, doch, also es war richtig schön und da kann man so viel wandern. Also wer gerne von euch wandert, hier gibt es Unmengen von Wanderwegen. Ich meine, das ist ja auch das Donautal, das zählt ja zum Donautal ja, schon. Ja. Und das ist also echt ganz toll. Ja, uns hat es sehr gut gefallen. Es ist der Donaudurchbruch
nach der Donauversinkung. Und über die Donauversinkung haben wir ja schon mal ein Video gemacht. Ja, genau. Und praktisch hinter Immendingen, wo die Donauversinkung stattfindet, da liegt dann Beuron und dann kommt Sigmaringen. Also es lohnt sich. Das ist, Absolut ja. eine schöne Ecke auf der Schwäbischen Alb. Ja, und Schwäbische Alb ist ja raues Klima. Das haben wir gestern natürlich jetzt gemerkt. Es war ziemlich kalt. Auch heute früh. Heute früh ist auch noch sehr kalt, ja, aber wenigstens scheint heute die Sonne. Was wir ja gestern nicht hatten, war trotzdem toll. Ja, und Ja. wir packen uns dann Ja, genau. unsere Jetzt fahren wir sieben mal Sachen hier alles zusammen. wieder auf und ja, packe zusammen und dann müssen wir schon leider wieder Richtung Heimat fahren. Richtig, und wir wünschen euch einen schönen Sonntag. Jawohl. Genießt den Tag, genießt Ja, euer Leben, bleibt gesund. jawohl. Und wenn es euch gefallen hat, Dann vergesst nicht, unseren Daumen hoch zu geben. ja, das freut uns nämlich dann. Wir tanzen dann immer um den Tisch rum. Jetzt übertreibt doch. Also, macht's gut. Macht's gut. Tschüss. Ciao.